Frau Knef, ich habe eben erst zu erstaunen auf dem kurzen biografischen Titelvorspann gesehen, Sie stammen ja gar nicht aus Berlin, Sie sind aus Ulm und wir haben immer gedacht, Sie sind eine ganz echte Berlinerin. Wie ist es dazu gekommen? Sie sind ja eigentlich Württembergerin oder Badenserin oder Bayerin fast, wenn man so sagen will. Es kam dazu, dass ich einfach dort geboren wurde, aber ja, dort nichts anderes. Ich war 5 Monate alt, da wurde ich nach Berlin gebracht und habe hier Murmeln gespielt, bin hier zur Schule gegangen und war eigentlich, es fällt mir jetzt ein, nie wieder in Ulm. Sie haben Ihre schauspielerische Ausbildung ja dann noch zu Kriegsende gehabt, während des Krieges. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Hat es Sie schon immer dazu gedrängt, die alte Frage? Oder haben Sie vorher an einen anderen Beruf gedacht? Oder könnten Sie sich einen anderen Beruf überhaupt denken? Ich habe einen anderen Beruf angefangen. Hm. Ich habe Malerei studiert und ich wollte also Zeichnerin und Malerin werden. Hatte ein Stipendium während des Krieges. Und nach 1,5 Jahren merkte ich, dass ich also doch, glaube ich, nicht eine sehr begabte Malerin oder Zeichnerin geworden wäre und hoffte, eine bessere Schauspielerin zu werden, als ich eine Zeichnerin war, und habe mich dann um ein Stipendium bemüht, bekam ein Stipendium und wurde, also das war Kriegsschluss, wurde ausgebildet, spielte sogar eine kleine Rolle bereits am Deutschen Theater mit Karl-Heinz Schroten, dann war der Krieg vorbei und dann nach dem Krieg spielte ich, also bei Barlock und ganz zu Anfang in der Tribüne. Aber zeichnen Sie heute noch? Ich habe nur gezeichnet aus einer Verzweiflung in New York wieder, weil ich durch diese monotone Arbeit, das also jeden Abend dasselbe Spielen, habe ich gezeichnet. Ein Freund hat mich darauf gebracht, um also eine Abwechslung zu haben, um nicht völlig festgefahren zu sein in dieser selben Rolle, in dieser selben Zeiteinteilung, die also unendlich verdummt und einen stumpf macht. Aber sonst nicht. Also nur noch eigentlich mehr als Therapie. Als Sie haben eben gesprochen von Ihrer ersten Theaterzeit in Berlin, in der Sie ja gleich in den Ruhm hineingeschnellt sind. Sie haben bei Victor de Cuvier an der Tribüne gespielt, haben am Schlossparktheater gespielt, haben das Schlossparktheater, wenn ich mich recht erinnere, sogar eröffnet, das neue Schlossparktheater, und den Prolog dort gesprochen. Ja, der Anfang ist in allen Sachen schwer, hieß er. Ja. Wer hat den damals geschrieben? Das ist Goethe. Das war Goethe. Ja. Verzeihen Sie jemals meine Unbildung, aber Goethe hat so viel geschrieben, dass es einem manchmal entfällt. Wie sind Sie eigentlich damals so schnell an die Bühnen herangekommen? War das Zufall? Man kannte Sie ja noch nicht. Diese eine Rolle im Deutschen Theater wird Sie ja noch nicht so durchgesetzt haben, dass die Leute Sie kannten. Wie kam es, dass Sie so bald an die Rampe kamen und so hoch? Es kam vieles zusammen. Es kam zusammen, dass ich nach dem Kriege bei Victor de Cuvier wohnte, mit seiner Frau, dass sie mich aufgenommen hatten nach einer sehr unglücklichen Zeit, die zum Teil auch Kriegsgefangenschaft und so mit sich brachte für mich. Und sie hatten mich danach aufgenommen, haben mir geholfen. Und eine Bekanntschaft mit Boleslav Barlock, die aus der Filmschulenzeit herrührte, denn Boleslav Barlock machte damals, drehte Filme für die Terra, glaube ich. Und er wollte mich einmal für eine Rolle haben, aber ich wurde nicht freigegeben, denn mein Studio, das mich ausbilden ließ, war die UFA, und die sagte nichts für die Terra. Und er sagte, wenn dieser Krieg vorbei ist, er hat es noch anders ausgedrückt, aber das darf ich am Fernsehen nicht sagen, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann wirst du bei mir spielen. Und er war dann vorbei, der Krieg, und nachdem ich bei de Cuvier in dieser Tribüne, die der Victor damals leitete, gespielt hatte, holte mich Barlock an sein Theater im Steglitzer Schlossparktheater und sagte, siehst du, ich habe mein Versprechen gehalten und du sprichst auch den Einweihungsprolog. Da haben Sie sehr viele Rollen gespielt, aber die Rolle, die Ihnen eigentlich am meisten anhängt, die am lustigsten und erfolgreichsten war, war ja wohl die 3 Mann auf einem Pferd, die Mabel, in der Sie lispeln mussten. Hängt Ihnen das heute noch an? Verlangen es Leute heute noch von Ihnen, dass Sie so lispeln, wie Sie damals? Ich habe das Gefühl, dass ich nie aufgehört habe zu lispeln. Der Berliner lispeln ja an und für sich sowieso. Und dieser Lispler kam mir sehr entgegen. Und wenn ich jetzt dran denke, werde ich wahrscheinlich für den Rest unseres Gesprächs weiter lispeln. Aber es war damals also am Anfang schwierig, das ganz durchzuhalten. Aber es war, soweit ich mich erinnere, doch so glaubhaft, dass der Barlock damals, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ein Schild ins Foyer stellte und sagte, die Schauspielerin Hildegard Knef, die Mabel spielt,
lispelt nur für diese Rolle. Ja, schön. Weil sich die Leute mal erkundigten und sagten, was macht das arme Mädel, wenn diese Rolle vorbei ist mit diesem Zungenfehler. Kannten Sie Wolfgang Staudte auch schon zuvor oder mit dem Sie dann Die Mörder sind unter uns gemacht haben und indem Sie Ihren großen ersten Film nicht? Nein, er sah mich in einer Aufführung vom Goldenen Anker, auch bei Barlock. Und ich spielte damals die Fanny, ich war eingesprungen für eine andere Schauspielerin, die erkrankt war und hatte mit diesem Stück einen großen Erfolg später, weil dieses Stück sehr lange lief und es also von eben auch Regisseuren, unter anderem Wolfgang Staudte, gesehen wurde. Und er fing damals diesen Film an oder plante ihn, Die Mörder sind unter uns, und dann hat er mich dafür geholt. Sie waren dann 3 Jahre lang, kurz nach dem Kriege, mit einem Mal so etwas wie der weibliche deutsche Trümmerstar, wenn ich so sagen darf. Das große Trümmerfilm-Mädchen. Sie haben 3 Filme gemacht, einen mit Harald Braun und einen mit Jugert, Film ohne Titel. Und haben dann aufgehört. Plötzlich ist dann in Ihrer Filmbiografie ein Loch, das ungefähr über 3 Jahre geht, ehe Sie wieder richtig angefangen haben zu filmen. Sie gingen nach Hollywood. Was passierte da, dass so gar nichts in Hollywood passierte? Es passierte eben gar nichts, weil ich verzeihe mir diese Zeit und meine ungeheure Dummheit und Naivität, die ich damals hatte, heute noch nicht. Jeder Mensch macht große Fehler, nur dieses war ein Fehler, der mich also wirklich 3 Jahre des Arbeitens, des Lernens gekostet hat. Und es war eine so sagenhafte Dämlichkeit auf meiner Seite, dass ich glaubte, nun ist der Krieg vorbei und wir sind alle wieder gut miteinander. Und es werden keine Ressentiments sein. Und man wird also sich nicht gegenseitig vorwerfen, wer gehört zu welchem Land und schon gar nicht jemand, der also, was weiß ich, 19 oder so Jahre alt war. Und ich nahm einen Vertrag an, den mir der Selznick angeboten hatte, und ich wurde auf Eis gelegt. Und ich sage heute etwas sehr freimütig auf die Gefahr hin, dass ich also fürchterlich angegriffen werde, aber mal möchte ich es aussprechen. Denn es wurde mir später von einigen Leuten in Amerika bestätigt, eben viele Jahre später, dass man versuchte, die jungen Schauspieler, die sich plötzlich innerhalb der europäischen Industrie nach dem Kriege einen Namen machten, wegzuziehen und nach Amerika zu bringen und sie eventuell in amerikanischen Filmen eingesetzt zu verwenden, sodass der amerikanische Film für die verschiedenen europäischen Länder attraktiver und auch bekannter war, einfach durch diesen Schauspieler. Und wenn die amerikanische Form des Filmemachens den Leuten also so vertraut war, dann konnte man auch die europäischen Schauspieler wieder also ein bisschen weglassen. Ja. Nur, vielleicht hatte das Selznick mit mir vor, vielleicht hatte man damals auch nur Angst, dass also die deutsche Filmindustrie wieder so groß und so interessant werden würde, wie sie also lange zuvor eben einmal gewesen war. Man holte mich hin, man zahlte mir Geld und man machte nichts mit mir. Und ich saß dort herum und rannte gegen Gummiwände. Das heißt, ich sagte immer, wieso? Ich hatte also Probeaufnahmen gemacht, 100 Mal. Und man sagte immer, ja, ist ja fabelhaft und das ist ja großartig. Und dann passierte überhaupt nichts. Und ich saß also herum und verbrachte 3 Jahre und lernte Englisch. Nun ja, dazu braucht man nicht 3 Jahre und auch nicht 3 Jahre, in denen man eben überhaupt nicht arbeitet. So, dass Sie diese Zeit eigentlich als verloren ansprechen würden? Vielleicht nicht ganz verloren. Vielleicht ist so ein Schlag, der einen trifft, wenn man so jung ist und vorher so viel Erfolg gehabt hat, hält man den Erfolg ja dann plötzlich, wenn man so jung ist und der kommt eben so jung zu einem, könnte man ja vielleicht später in die Versuchung geraten, dass man glaubt, das stände einem zu, wissen Sie? Ja, ja. Nun, solche Wellentäler hat es in Ihrer Karriere, solche Aufs und Abs hat es in Ihrer Karriere ja später wiedergegeben. Aber sprechen wir, Sie kamen dann aber doch in den Film wieder ziemlich groß herein, mit Entscheidung im Morgengrauen. Nein, Entschuldigung, aber da muss ich Sie korrigieren. Der Willi Forst hörte also von meinem Dilemma und er fing damals plante einen Film, der hieß Die Sünderin, und er holte mich dann also nach Europa und für diesen Film. Wurden Sie sozusagen ausgeliehen für den Film oder waren Sie aus dem Vertrag schon heraus? Ich war aus dem Vertrag raus, denn der Selznick hatte sich scheiden lassen und dadurch bekam die Hälfte des Studios die Frau. Ja. Dort ist hier diese. Ja. Und dadurch war das ganze Studio kaputt gegangen und es war also gar nichts mehr. Und da saß ich nun also einigermaßen traurig und auch recht mittellos in Amerika herum, hatte nur einen Vorteil, dass ich also dann 4 Monate bevor dieses Angebot kam oder 3 Monate vorher einen amerikanischen Pass bekommen, dass ich wieder reisen konnte. Ich hatte meine deutsche Staatsangehörigkeit verloren und war also völlig angebunden. Die Sünderin, dieser Film, war ja damals so etwas wie ein
Skandalerfolg auch wieder. War das für Sie sehr schlimm, peinlich? Hat es Sie gekränkt oder nein. nicht? Nein. Es hat Ihnen den Weg nach oben ja dann doch eigentlich wieder geöffnet. Der Film, von dem ich eben sprach, Entscheidung im Morgengrauen, war ja dann wohl der erste Film, mit dem Sie wieder richtig in Tritt kamen. Mhm. Und einige Jahre hintereinander bedeutende Filme mit bedeutenden Regisseuren gemacht haben. Ich habe mit bedeutenden Regisseuren oft leider nicht sehr bedeutende Filme gemacht. Das tut mir heute noch weh, denn ich habe mit Carol Rita einen Film gemacht, der eben nicht ein Film war wie Der dritte Mann. Mit Duvivier habe ich einen Film gemacht, der sehr hübsch war. Also es war eine sehr schöne Episodenrolle. Ich habe damals so wahnsinnig viele Filme gemacht. Ich habe so durch diese 3 Jahre des Stoppens habe ich nun plötzlich gedacht, ich muss alles nachholen und habe fast jedes Angebot angenommen. Und da die Angebote immer sehr interessant waren, weil sie oft verbunden waren mit eben besonders interessanten und guten Regisseuren, habe ich den Fehler gemacht, eben doch Filme zu machen, die ich hätte bleiben lassen sollen. Aber wie gesagt, immer mit Regisseuren, die bis dahin manchmal so ausgezeichnete Filme gemacht hatten, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die auch einen schlechten Film, aber dann machten sie mit mir den schlechten. Frau Knef, Sie haben den Ruhm, dass Sie eigentlich als einzige deutsche Schauspielerin am Broadway 2 Jahre gespielt haben. Es hat Hardy Krüger es versucht, es hat Horst Buchholz es versucht, die beide Pech gehabt haben und verschiedene andere deutsche Schauspieler auch. Elisabeth Bergner ist das letzte Mal, als sie ein Stück für den Broadway anfing, nicht bis an den Broadway gekommen. Sie haben es also damals geschafft, in Silk Stockings von Cole Porter einen Erfolg durchzuspielen. Wie lange haben Sie das Stück En Suite am Broadway damals gespielt? 675 Mal. Ist das sehr schwer? Sie waren daran nicht gewöhnt, En Suite zu spielen. Nein. Jeden Abend also dieselbe Rolle in genau derselben Art, mit genau denselben Liedern, mit genau denselben Bewegungen. Ist das eine große Qual und Pein für eine Schauspielerin, die daran nicht gewöhnt ist? Es ist also für mich war es ungeheuer quälend, weil ich spiele gerne En Suite. Hm. Weil ich finde, man kann jeden Abend ein bisschen verbessern und so. Aber wenn man es so lange spielt, dann wird es doch eine unendliche Qual, wenn man nicht sagt, naja, also mit einer gewissen Kälte und Routine, sondern wenn man wirklich einsteigt und sich wirklich bemüht, nicht eben eine Abendvorstellung nur abzuliefern, sondern also einen vollen Einsatz jedes Mal zu haben. War es eigentlich, ich habe es nie gesehen, war es ein sehr gutes Stück? Ich habe nie genaueres darüber gehört, es ist auch nie nach Europa gekommen. Es war gut gemacht. Ja. Es war gut gemacht, aber es war doch ein es war durch der Nizotschka-Stoff. Ja. Aber es war durch die langen, langen Vorproben, durch diese vielen, vielen Änderungen, durch diese immer wieder Lieder, die reinkamen und rausflogen und Szenen, die reinkamen und rausflogen, war es zum Schluss doch ein bisschen ein Gulasch. Ja. Wissen Sie? Ja. Es war so ein Teil, ein bisschen Kammernspiel, ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen Musical und ein bisschen Show. Es war ein großer Erfolg, ich soll mich nicht beschweren. Nur ich würde also nicht sagen, dass es etwas war, wovon man also nur noch jahrzehntelang sprechen sollte, weil es einfach so gut war. Das war es gar nicht. Aber Sie müssen mir etwas erzählen über einen Mann, den ich besonders verehre, Cole Porter, der sozusagen ein Genie der U-Musik, ein Beethoven der Unterhaltungsmusik und der Unterhaltungslieder gewesen ist. Der wohnte, ja, ein sehr reicher, ein sehr arrivierter Mann, auch offenbar damals schon ein sehr kranker Mann, in den Türmen des Waldorf Astoria Hotels. Wurde der zur Arbeit richtig streng mit herangezogen oder stand der über der Sache? Durfte er sich erlauben, was er wollte? Lieferte er von seinem Turm sozusagen herunter nur die Texte und sagte, nun macht mal, oder nahm man den noch richtig an? Er reiste mit. Er reiste mit. Also wir waren ja 3 Monate also auf diesem Ausprobiertournee. Hm. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der also so intensiv, so sich völlig ausgebend, ausschöpfend, dass man glaubte, nach der Premiere müsste er eigentlich also lang hinschlagen und gar nicht mehr aufstehen, sich verausgabt und arbeitet für ein Stück. Er hat mit jedem Lied sich so konzentriert, sich so hingesetzt, nächtelang umgeschrieben, umgearbeitet, dass man glauben konnte, das ist also ein blutjunger Anfänger, für den es also abhängt, ganze Familien und Völkerstämme also einfach von seinem Erfolg oder Misserfolg abhängig sind. Und er war ein ganz bezaubernder Mensch dabei. Er war von einem ungeheuren Bescheidenheit.
Ganz abgesehen ja von seinem phänomenalen Reichtum, mit dem er ja schon geboren wurde, ja, war er ja nun auch ein ganz phänomenal prominenter Mann bereits. Ja, ja. Und er hat sich von seinen, unseren sehr jungen Produzenten manchmal wirklich anschnauzen lassen und sagen, das ist schlecht und schmeißt das raus und weg. Und er stand da und er war nie persönlich angegriffen. Es ging ihm immer um die Sache. Und er sagte, ja, ihr habt recht. Dann nahm er und dann hat er sich wieder hingesetzt und hat wieder nächtelang gearbeitet. Ein Mann mit einem großen Humor. Waren Sie persönlich noch mit ihm befreundet? Konnte man mit ihm? Ja, schauen Sie, wir waren jeden Tag ja 3 Monate während dieser Tournee, also dieser Probiererei, ja, also ununterbrochen doch zusammen. Und es war für ihn nicht einfach, für mich zu schreiben, denn also meine Stimme ist ja nicht so groß und da ich dort ohne Mikrofone singen musste, musste er schon sehr aufpassen, also in welchen, wie weit er gehen konnte, was er mir zumuten konnte, stimmlich. Und wir haben also herrlich zusammengearbeitet. Ich habe viel von ihm gelernt. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war eben diese große Demut und diese Freude an der Arbeit und diese Unprätension, die dieser Mann hatte. Hat sich ein Mann wie Cole Porter hinterher, als das Stück stand und lief, noch um das Stück gekümmert oder ist er dann davon abgetreten? Nein, er verreiste. Er fuhr nach der Premiere weg, fuhr nach Europa und schickte mir also jede Woche eine Karte und fragte mich, wie geht's dir, mir geht's blendend. Der wusste, dass nach einem Jahr in dem heißesten Sommer in New York, also das Spielen jeden Abend kein Vergnügen sein konnte. Und da hatte er seinen kleinen Sadismus und seine kleine Freude und einen Humor, den ich sehr gerne hatte. Und den ließ er also wöchentlich mit einer Postkarte auf mich los. Sogenannten Reizpostkarten, so die man so gerne schickt. Sie haben dann also 2 Jahre das Stück am Broadway gespielt und es hat sich an Sie so etwas wie ein, wenigstens was die Bühne, was das deutsche Theater betrifft, eine Art Nationalstolz geheftet. Als Sie, ich erinnere mich, aus Amerika von diesem Triumph zurückkehrten, wurden Sie hier in Berlin mit ungeheuren Ehren wieder aufgenommen. Mhm. Können Sie uns darüber etwas erzählen, wie sich das abspielte? In Drei Linden, erinnere ich mich, standen doch schon die Reporter. Es war sehr rührend. Ja. Es war sehr rührend, es war sehr schön, es war überwältigend und es hat mich verängstigt. Gleichzeitig, weil ich wusste, so neu war ich nicht mehr in dem Beruf, dass mit diesem großen Enthusiasmus, der mich sehr berührt und sehr erschüttert hat und sehr gefreut hat natürlich. Aber doch. Denn man führte Sie auch gleich zum Rathaus. Sie wurden vom Bürgermeister empfangen. Ja. Durch mich. Es war also das war sehr schön. Aber es war gleichzeitig auch eine Verbindung bereits mit einem bestehenden Ufervertrag, den ich geschlossen hatte. Und ich hatte Angst vor den Vorschusslorbeeren. Ja. Und zu Recht hat sich später herausgestellt. Ich hatte, obwohl ich mich so sehr freute, doch eine Angst, wissen Sie, dass alles, was ich nun tun würde in Deutschland, belastet war. Und den Film, den ich dann machte, der war schon belastet, weil er nicht gut war. Aber nun war er auch noch belastet dadurch, dass eben diese ganzen ungeheuren Hymnen über mich gesungen wurden. Es stellte sich heraus, dass Sie mit dem Vorgefühl eigentlich doch recht gehabt haben, denn die nächsten Jahre gehören dann schon wieder nicht zu Ihren triumphalsten in Ihrer Karriere. Weniger, würde ich sagen, ja. Ja, da machte ich einen Film, wie gesagt, Titel möchte ich gar nicht mehr aussprechen. Ja. Der war also alles andere als gut und wurde mir also sehr zugeschrieben und wie das oft so ist, dann eben mit diesen ganzen Vorschusslorbeeren, dass man also als Schauspieler so angegriffen wird, als hätte man das Buch selber geschrieben und also Kameraführung gemacht, Regie geführt und eigentlich auch noch die Bauten selber hingestellt. Ja, also. Ja. Und ich wurde also sehr angegriffen. Hatten Sie damals die Möglichkeit, kam Ihnen der Gedanke, in ein Ensemble zurückzukehren? Oder hatten Sie damals dann auch schon das Gefühl, dass man als Star, Sie, und Sie sind ja ein Star, einer der wenigen deutsch sprechenden Stars, die nach dem Kriege überhaupt zu Stars geworden, einen Star-Status errungen haben. Dankeschön. Hatten Sie das Gefühl, dass man in diesem Zustand und mit diesem Image, das man eigentlich ausstrahlt, dass man da in ein festes Ensemble nicht mehr zurückkehren kann? Hätten Sie zu Barlock gehen wollen? Hätten Sie nach München gehen wollen? Ich habe den Wunsch gehabt. Wissen Sie, manchmal fast wie man also in einer Familie manchmal gehören möchte. Ja. Auch mal unterzutauchen, eingebettet zu sein. Aber es misslang. Ich machte einen Versuch und der misslang. Mhm. Und es war offensichtlich, ob ich es wollte oder nicht, nicht mein Weg. Wissen Sie, ich überlasse auch sehr viel in Entscheidungen, nicht meinem Instinkt, aber die Dinge, die mir von außen manchmal herangetragen werden, wo ich zuhöre und wie ich darauf reagiere und manchmal auch Dinge, die ich alleine empfinde und sage, aha, das ist deine Idee, das ist dein richtiger Weg. Mir wird dabei warm ums Herz, wenn ich dran denke, bei dem anderen nicht so. Ja. Mir wurde einmal warm ums Herz und das war bei dieser Ensemble-Idee, nur da hatte ich den,
das falsche Thermometer eingestellt. Ja. Das stimmte ja. Also nicht, ja. Das war verkehrt, das war ein falscher Weg. Sie haben dann in den letzten, letzten Jahren Ihre dritte oder ist es schon Ihre vierte Karriere eigentlich begonnen und sind Chansonsängerin geworden, neben all dem anderen, was Sie können und gezeigt haben. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Kam das aus der amerikanischen Erfahrung oder wie kamen Sie darauf? Es fing so harmlos an. Ja. So ganz harmlos und so ganz zukunftslos, möchte ich beinahe sagen. Es kam ein Produzent zu mir von einer Schallplattenfirma und sagte, wollen Sie ein Lied singen? Ich hatte vorher Platten gemacht in Frankreich, die der Boris Vian für mich geschrieben hatte. Mhm. Und die Texte und die ausgezeichnet waren und die waren also ganz besonders interessant. Bloß die wollte überhaupt keiner hören, nur nahe Anverwandte und nicht mal die. Und das war also kein Erfolg. Und dann kam ein deutscher Schallplattenproduzent zu mir und sagte, ich habe also ein Lied und das heißt, der war nie ein Kavalier und wollen Sie das aufnehmen? Und ich habe gesagt, na, was soll sein? Also gut, mache ich. Und ich machte es und wir hatten einfach Freude bei den Aufnahmen, es machte Spaß. Und dann wurde es zu unserer aller Überraschung, muss ich sagen, ein Erfolg. Und daraus entwickelte es sich, wissen Sie? Und es half mir dann natürlich schon, also eben die Begegnung, wie Sie ja. vorhin anschnitten mit Cole Porter und so und die Zeit des Lernens, ja. Nicht Singenlernens, aber doch das, was man mit einem Text machen kann oder machen sollte. Sie schreiben jetzt einen großen Teil Ihrer Texte selber, was alle erstaunt und viele, mich zum Beispiel, erfreut. Wie sind Sie darauf gekommen? Ist das reine Notwehr gewesen, weil also Ihnen deutsche Textschreiber keine Texte geliefert hat? Oder ist das aus Lust und Spiel an der Sache auch gekommen? Oder hat sich jemand darauf hingeführt? Ich habe eine Nacht, nachdem wir hier die Mrs. Deli, dieses Theaterstück in Berlin spielten, ja. wohnten wir hier in einem Hotel an der Peripherie der Stadt. Und wir kamen nachts nach Hause, mein Mann und ich konnte nicht schlafen. Und ich saß am Schreibtisch und kritzelte rum und was ich dort gekritzelt hatte, ließ ich also auf dem Schreibtisch liegen. Und dann war ich endlich müde und ging schlafen am nächsten Morgen. Beim Frühstück sagte mein Mann, sag mal, warum schreibst du nicht eigentlich selber? Das ist doch ein hinreißender Text. Und ich so, du bist verrückt. Wieso soll ich? Und nein. Und zierte mich also, oder zierte mich auch nicht, sondern sagte sehr ehrlich, ich glaube doch nicht, dass dieses also wo richtig sei. Ja. Und er, es wurde also jemand gesucht, der meine nächste LP schreiben sollte, also Langspielplatte. Und er schmuggelte zwei dieser von mir angefangenen, zum Teil beendeten Texte herein. In diese Auswahl. Und dann sagte also der Chef einer Schallplattenfirma, wieso der die geschrieben hatte, sollte die LP schreiben und das war ich nun und so kam ich dazu und dann verbarrikadierte ich mich und habe also gearbeitet und habe geschrieben und das macht mir und zum Teil. Und das ist herstellbar. Wenn Sie eine Langspielplatte machen, gehen Sie da ganz theoretisch richtig dramaturgisch vor, dass Sie sagen, so jetzt brauchen wir einen Text noch für einen etwas sentimentalen Text, nein. jetzt brauchen wir ein lustiges Überhaupt Lied, jetzt nicht. Brauchen wir einen Allegro-Stoff, nein. sondern so geht das nicht vor sich. Wie so ungeplant, sich also ich ja, jedenfalls, ja, so ja. ungeplant, wie Sie wollen. Es fällt mir ein, es fällt mir manchmal so viel ein, dass wir so sehr viel wegschmeißen, das heißt nicht, wenn einem viel einfällt, dass es unbedingt gut sein muss, aber, ja, ja. Und dann sortieren wir, nicht wahr? Also, dass ich manchmal 40 Chansons schreibe, damit wir dann zum Schluss 12 haben, nicht? Also so ungefähr. Welchen Musikern geben Sie das dann? Welchen Leuten, also bis jetzt die Musik dazu schreiben? Sind das viele? Sind das besondere Leute, denen Sie... Charlie Neeson hat für mich weitergeschrieben, der auch vorher also Musik ja. und Texte ja. machte. Ja. Er hat diese Doppelbegabung, was sehr schön ist. Aber er übernahm dann meine Texte und komponierte die Musik dazu. Und zum Teil der Gerd Wilden, das war also die erste ja. LP. Was also mit der nächsten geschieht, das werde ich sehen. Da wird wahrscheinlich auch der Charlie Neeson wieder sehr viel dafür schreiben. Aber Sie dauernd, schreiben dauernd weiter. Es fällt Ihnen weiterhin etwas ein. Ja, hoffentlich. Ja, bis jetzt ja, aber es wird schwieriger, weil, nun ja, es wird schwieriger. Sie sind dann im vorigen Jahre erst auf das erste große Chanson, auf die erste große Chanson-Tournee gegangen. Das ist eine Sache, die ich mir als Außenstehende außerordentlich gefährlich vorstelle, eine Sache, die ungeheuer viel Mut erfordert, denn es ist ja ganz etwas anderes, wenn Sie eine Rolle spielen. Sie sind auf Tournee gewesen mit Mrs. Dully, wie Sie eben gesagt haben, und haben dort in einem Rahmen von anderen Schauspielern, an denen man sich ja immerhin hin und wieder etwas festhalten kann, wahrscheinlich produzieren können. Jetzt stehen Sie aber als Chansonsängerin ganz allein vor Ihrem Publikum. Ist das zum ersten Male furchteinflößend? Weiß man, dass man das kann oder hat man Angst, du brichst jetzt hier ein oder nach der Pause
laufen dir die Leute vielleicht weg oder du kommst nicht mehr durch. Bevor ich auftrete, möchte ich immer einen Beruf haben mit Pension und möchte um 5 Uhr nachmittags nach Hause gehen und überhaupt nichts damit zu tun haben und leide entsetzlich. Ich frage mich jeden Abend, was soll das eigentlich, warum leidest du so und wieso kannst du nicht was tun, was also nicht so entsetzlich grauenhaft und beängstigend ist. Aber wenn ich dann draußen bin, dann geht es, dann ist wieder gut. Bevor die Tournee anfing, hatte ich große Ängste, große Sorgen. Nur dann, als sie... Denn es war ja noch nicht richtig ausprobiert. Als es passierte, sie müssen ins Becken springen, ins Schwimmbecken und ich meine, wir haben schon vorher ein bisschen runtergeguckt, ob Wasser drin ist, nur wie tief es ist, davon hatten wir keine Ahnung, mein Mann und ich, die wir das schließlich ja auch als Produzenten noch gemacht haben, ne? Diese Tournee. Die ja mit großem Erfolg verlaufen ist. Sie sind also 4, 5 Mal in Berlin in der Philharmonie aufgetreten, sind in anderen Städten mehrmals aufgetreten und zwar immer in den größten Sälen. Ja, ein erstaunliches Phänomen. Welche Art ist das Publikum? Sind das Leute, die Sie vom Film, meinen Sie, dass Ihr Filmname da noch mitzieht? Oder ob Ihr Theatername da noch mitzieht? Oder ist das ein ganz anderes, ein neues Publikum, das in diese Chansonabende hineingeht? Ich glaube, es kommt vieles zusammen. Es sind zum Teil Menschen, die mich wahrscheinlich vom Film her kennen, zum Teil Menschen, die vielleicht durch Fernsehspiele oder durch Theaterstücke und zum Teil ganz junge, die mich aus den Filmen gar nicht mehr kennen und die mich von den Platten her zum ersten Mal sehen. Ja, ja. Also es ist ganz verschieden, es sind auch ganz besonders viele sehr junge Menschen dabei, die also die Filme, die Sie vorhin angeschnitten haben, gar nicht kennen können, außer sie sind mal also zufällig im Fernsehen gelaufen. Ja. Haben Sie Lust, jetzt wieder nach den großen Erfolgen, die Sie als Chansonsängerin gehabt haben, in den Film zurückzukehren oder macht Ihnen die Ansicht und die Art des deutschen Films, wie er heute ist, Schwierigkeiten, überhaupt sich mit dem Gedanken zu befassen, wieder fürs Kino zu arbeiten? Ich würde gerne einen Film machen, sehr gerne. Aber es geht nicht darum, einen Film zu machen, sondern doch einen, von dem man also glaubt, dass es ein guter Film werden könnte. Hm. Nicht wahr? Nur im Atelier zu stehen und zu sagen, ich mache wieder einen Film, das ist für mich also nicht mehr so spannend und auch nicht so interessant. Sind Sie schon mal drauf gekommen, da Sie ohnehin jetzt schon schreiben, wenn auch bisher nur Lieder, Chansons, Drehbücher selber zu schreiben? Ich habe Angst davor, drauf gekommen bin ich natürlich. Ja. Aber von den ungelegten Eiern möchte ich noch nicht unbedingt sprechen. Aber es wäre schön, wenn ich ein Buch bekommen würde, das also wirklich, von dem ich sage, ja, daran glaube ich, wissen Sie, das ist eine gute Geschichte. Aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, das, was man mir angeboten hat, hat mich nicht so fasziniert. Und also nicht so beglückt, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt machen. Frau Knef, ich hoffe, dass das trotz allem bald der Fall sein wird, dass wir Sie bald auch wieder im Kino und auf der Bühne ausführlich sehen werden. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns Ihr Profil so geduldig und so interessant gezeigt haben. Vielen Dank, Frau Knef. Danke, Ihnen schön, hallo.